Wenn wir über Wirtschaftsordnungen sprechen, dann kommen wir nicht herum um den Kapitalismus. Den bösen Kapitalismus, wenn es nach vielen geht. Aber bevor ihr jetzt schon auf eurem brandneuen iPhone 7 den Dislike-Button penetriert, lasst uns doch erst einmal über das Thema Kapitalismus sprechen. Es ist wohl wahr, dass es dabei viele negative Aspekte, aber halt auch viele positive gibt. Fangen wir vorne an. Man kann den Kapitalismus in drei Phasen einteilen. Den aufkommenden Frühkapitalismus vom 15. bzw. 16. Jahrhundert bis zum Anfang des 18. Dann eine sehr bedeutende Phase des Kapitalismus, dem Hochkapitalismus zur Zeit der industriellen Revolution. Also während des 18. und 19. Jahrhunderts. Und den Spätkapitalismus Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Besonders eingehen sollten wir auf den Hochkapitalismus. Hier können wir nämlich den Herrn Karl Marx erwähnen. Herr Marx sieht, wie in der Zeit der industriellen Revolution ein paar wenige Menschen das Kapital und damit die Macht haben. Die Kapitaleigentümer heißen Kapitalisten und besitzen Geld, Maschinen, Anlagen und Fabriken. Auf der anderen Seite gibt es die vielen Arbeiter, die nur ihre Arbeitskraft haben. Vermögensgegenstände besitzen die Arbeiter zu dieser Zeit nicht. Sie sind also abhängig von den Kapitalisten, die sie beschäftigen. Für die Kapitalisten ein gutes Geschäft, sie können sich die Abhängigkeit zunutze machen und ihre Profite ausbauen. Von den erwirtschafteten Gewinnen bekommen die Arbeiter nicht viel ab, sie werden ausgebeutet. Karl Marx prophezeite eine Revolution der Arbeiterklasse, nach der die Schere zwischen den Kapitalisten und den Besitzlosen immer weiter auseinandergeht. Die nachfolgende höhere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung wäre der Sozialismus. Ein System, in dem auch soziale Aspekte eine Rolle spielen und ein Rechtsstaat lenkend in die Wirtschaft eingreift. So viel zu der kleinen Geschichtsstunde. Und jetzt back to the future. Bei Kapitalismus steckt das Kapital schon im Namen. Und darum geht es ja auch. Das Kapital, wozu Geld, Maschinen, Anlagen und Fabriken zählen, steht im Mittelpunkt. Charakterisiert man den Kapitalismus, hat man da als erstes die Eigenschaft, dass die Produktionsmittel Privateigentum sind. Alle Sachen, die ich zur Produktion von Gütern benötige, also Arbeits- und Betriebsmittel, sind in privater Hand, gehören nicht dem Staat. Der Markt mit dem Mechanismus von Angebot und Nachfrage steuert Produktion und Konsum. Das kennt ihr. Genau wie das berühmt-berüchtigte Streben nach Gewinn und immer weiterem Wachstum. Und das daran angeknüpfte Reicherwerden der Kapitalisten, die sich gerne mal etwas gönnen, von goldener Uhr bis zur Superjacht. Währenddessen die Arbeiter wenig bis nichts von den Gewinnen abbekommen. Das Ganze wird auch als Akkumulation des Kapitals bezeichnet. Dabei geht es um den erwirtschafteten Mehrwert oder Profit und wie dieser verwendet wird. In dem Zusammenhang ist es auch möglich, dass sich Kapitalisten zusammentun und somit mehr Kapital, mehr Möglichkeiten wie der Massenproduktion, die kleinen Konkurrenten platt machen. Das sind zum Teil Punkte, die wir aus unserer Gegenwart kennen. Man muss nicht erst die Wirtschaftszeitung mit den Berichten über die Gewinnzahlen der DAX-Unternehmen aufschlagen, um zu wissen, dass sich bei uns fast alles um Gewinn und Wachstum dreht. Allerdings beschreibt der Kapitalismus die heute existierende Wirtschaftsordnung westlicher Industriestaaten nicht richtig. Der Staat hat die wesentliche Rolle, in den Markt als Schiedsrichter einzugreifen. Er soll Monopol- und Kartellbildung unterbinden. Und auch soziale Aspekte sind heutzutage stärker verankert. Denkt zum Beispiel nur an unser Sozialsystem. Der Kapitalismus wurde überholt, was aber nicht heißt, dass das grundsätzliche Streben nach Gewinn und Wachstum verloren gegangen ist. Es geht immer noch um höher, schneller, weiter. Um das neueste Handy für einen Preis, der in Afrika eine ganze Familie monatelang ernähren könnte. Die neue trendy Handtasche, auch wenn es die 10. im Schrank ist. Oder die neue Zahnpasta aus der Werbung, damit man mein Lächeln schon aus 743 Metern Entfernung sehen kann. Der Kapitalismus macht uns zu der Konsumgesellschaft, die wir heute sind. Die Folge? Unsere Ressourcen werden immer schneller verbraucht. Eigentlich bräuchten wir daher noch mindestens eine Erde dazu. Aber leider können wir unseren Planeten nicht einfach klonen oder per Overnight Shipping bei Amazon bestellen. Zudem ist der Klimawandel nicht mehr zu leugnen. Außer für diesen einen orangenen Amerikaner, aber das ist ein anderes Thema. Die Meere werden immer wärmer, die Polarkappen schmelzen und Naturkatastrophen nehmen zu. Und auch wenn Armut und Hunger auf der Welt in den letzten Jahren zurückgegangen sind, gibt es noch zu viele Menschen, die von dem Wohlstand der Industrieländer träumen können. Das sind Dinge, die wir in unserem Alltag nicht oft bemerken, die aber einfach angesprochen werden müssen. Wo große Gewinner sind, sind meist viele Verlierer. Den Hunger auf der Welt zu bekämpfen, sollte weiterhin oberste Priorität sein. Auf der anderen Seite treiben Wettbewerb am Markt, Kapitaleinsatz und Gewinnstreben aber auch die Entwicklung voran. Ihr seht ja selber, wie sehr Fortschritte in Technik, Medizin und Wissenschaft gemacht wurden. Das sind Aspekte, von denen alle Menschen auf der Welt profitieren könnten.
Gerade wir, die westliche Welt, profitiert stark, uns geht es gut. Aber auch dem Rest der Welt geht es besser. Die Zahl in Armut lebender Menschen hat abgenommen, genau wie die Kindersterblichkeit. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist gestiegen. Gerade die Öffnung der Märkte in China und Indien hat mit dem rasant einsetzenden Wirtschaftswachstum Millionen Menschen aus der Armut befreit. In Zukunft sollte man allerdings an einer besseren Vermögensverteilung arbeiten. Denn das reichste Prozent der Weltbevölkerung, also rund 70 Millionen Menschen, besitzen mehr als die restlichen 99% zusammen. Die Entwicklung, dass die Reichen immer reicher werden, ist sicher nicht die beste Nachricht. Eine gerechtere Verteilung wäre wünschenswert. Es stellt sich die berechtigte Frage, wie die Zukunft aussieht. Denn irgendwann ist man an dem Punkt, wo weiteres Wachstum nicht mehr möglich ist. Es wird an neuen Absatzmärkten oder Ressourcen fehlen. Wenn euch das Thema noch mehr interessiert oder ihr mehr Wirtschaftsvideos von uns sehen wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de. Dort haben wir alle unsere Videos noch viel geiler sortiert. Also bis gleich!